Auf den ersten Blick scheint dieser Gipfel unbedeutend. Wie viele tausend andere unbedeutende Gipfel auch. Doch bieten gerade diese Art Gipfel etwas besonders Wertvolles für uns. Keine Straßen, nur Wanderwege führen dorthin. Und wer nur ganz gemütlich auf einen dieser Gipfel wandert, stärkt das Immunsystem, was wesentlich und hilfreich ist in Zeiten wie diesen. Daher meine Einladung an alle, die sich um ihre Gesundheit bemühen. Raus in den Wald, rauf in die Berge. Die beste Impfung bleibt wirkungslos, wenn das Immunsystem nicht in Form ist. Und es ist kein Hochleistungssport, sich unter die Wandersleute zu mischen. Gesund bewegen in frischer Luft stärkt Körper, Geist und Seele auf beglückende Weise. Ich lade Sie ein. Setzen Sie diese Anregung zum Wohle Ihrer Fitness um. Denn Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Für weitere allgemeine mentale und körperliche Fitnessanregungen nehmen Sie bitte gerne mit mir Kontakt auf. Und gegen Einwurf kleiner Münzen erarbeite ich gerne mit Ihnen gemeinsam einen individuellen Plan, der Ihnen leicht von der Hand geht, zur Steigerung Ihrer mentalen und körperlichen Fitness. In diesem Sinne alles Liebe, Ihr Otto Frühbauer.